Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in My Time at Portia. Ich habe einen Tag mal Holz gesammelt für den Brennofen und die Schleifmaschine, damit wir die mal wieder aufladen können. Hab uns eine zweite Holzkiste hingestellt, weil ich gedacht habe, es wäre gut, die ein bisschen zu sortieren, die Teile. Hier habe ich so den Kram reingepackt, den wir benutzen können. Und hier die Teile, die wir in der Mine finden. Außerdem sind ja auch nur 20 Plätze frei. Und viel gekostet hat hier nichts. Und haben wir jetzt hier noch ein bisschen Holz gesammelt. Müssen jetzt Ziegel herstellen. So, auftanken. Ein Tag, eine Stunde. Dann können wir währenddessen die Quest abarbeiten, wo wir die Leute besuchen müssen und kennenlernen sollen. So, und hier ist auch eine neue Quest aufgeploppt. Und zwar bei dem Dude hier vorne. Regenschirme sind wichtig. Weißt du, die Leute haben in letzter Zeit viele Regenschirme gekauft und jetzt gehen sie mir langsam aus. Ich werde versuchen, ein paar herzustellen, aber na ja, dafür brauche ich Material. Nichts Extravagantes, nur ein paar Stacheln von den Seeigeln, die man in der Stadt faul herumliegen sieht. Seeigeln, die in der Stadt rumliegen? Okay, dann oh, nehmen wir. Nieten wir die mit einer Axt um, ne? Hier können wir irgendwas abgeben. Die hat eine Wiederherstellungsmaschine. Petra fragen. Forschungszentrum kann mich nicht vom Lesen abhalten. Ich mag Bücher. Mehrere Themen. Ah, okay. Dann können wir die Teile, die wir in der Mine gefunden haben, im Forschungszentrum also wieder zusammensetzen. So, und jetzt müssen wir die Stacheln hier in der Stadt sammeln von den Seeigeln. Wir haben zwar noch keinen gesehen bis jetzt. Aber die sollen ja hier angeblich rumliegen. Ich denke jetzt mal, es sind Tiere, ne? Stacheln von Seeigeln. Es werden ja dann wohl Tiere sein. Müssen wir die nur noch finden? Ha, wo könnten die sein? Ich würde ja sagen, im Gras irgendwo, aber. Und angeblich ja in der Stadt. Guck mal, neue Personen kennengelernt. Okay, da ist eine Kiste. Aprikosensaft. Gut, was macht der so? Ah, falsche Taste. So, Aprikosensaft. 10 Ausdauer stellt er wieder her. Das ist gut, den behalten wir. So. Aber wo sind diese. Sie müssen ja irgendwo hier in der Stadt sein. Also, wenn. Gucken wir hier mal, in dem Gebiet. Und sonst vielleicht hier bei der Baumschule. Müssen wir mal gucken. Also, wir gehen jetzt. Hey, hier soll ein Weg sein. Guck mal, hier hängen Früchte am Baum. Echt, wir kriegen Erfahrungspunkte, wenn wir gegen den Baum latschen. Marienkäfer. Ja, die sind das ja schon mal nicht. Hä? Wie kommen wir denn auf den Weg, der da eingezeichnet ist?
Ach nee, das ist die Stadtmauer. Okay. Das hier ist die Stadtmauer. Schlurpi. Herr Marienkäfer. Ah, das ist ja cool. Buntes Lama. Buntes Lama. Marienkäfer. Werden die vielleicht angezeigt? Das wäre ja voll cool. Bauwerke. Also wie kommen wir denn in das Gebiet hier? Also müssen wir wahrscheinlich hier lang, wa? Also hier lang. Die Treppe hoch, würde ich dann sagen. Und dann nach rechts. So. Oh, was ist denn hier für ein Laden? Hier waren wir auch noch nicht. Laden des mysteriösen Mannes. Keiner weiß, wann er wieder da ist. Oh, okay. Hat geschlossen. Collapsed Wasteland. Be careful. Nachsehen. Das zerfallene Ödland wird gerade einer routinemäßigen Sicherheitsinspektion diesen Monats wieder geöffnet sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ah, okay. Ah, hier können wir aber hochgehen. So, dann kommen wir aber zu diesem Schlurpi. Kommen wir zu dem. Kieferhahn. Und dieser Schlurpi ist jetzt weg. Kläranlagenruinen. Neue Bekanntschaften, haben wir noch eine Person. Hier ist eine Klinik, Aushänger. Müssen wir mal schauen. Wa? Können wir mit dem Brunnen interagieren? Nein, können wir nicht. Ah, okay, das Gebiet ist gesperrt, da kommen wir auch nicht rein. So. Hauptsache, die Igel sollen hier überall in der Stadt sein. Noch nicht eingesehen. Was war das denn? Ah, treten. Können wir wieder Bäume treten. Erfahrungspunkte. Und manchmal fällt so eine Gummifrucht runter. Okay, da können wir auch nicht rein. Ha. Hier ist ein sehr großes Gebäude. Kann man da reingehen? Nein, kann man nicht. Ha. Wo sollen die denn sein? Also müssen wir wohl doch zu dieser Baumschule gehen, wa? Und da in dem Wald gucken. Da kommen wir nicht durch, oder? Nee. So. Ja, dann müssen wir jetzt mal da lang. Oh, hier steht was. Wir können es. Verlassene Ruine teils. Also Stufe 2, denke ich jetzt mal. Da gehen wir lieber nicht rein, weil wir haben auch kein Schwert. So, also ich habe noch keinen dieser See. Also ich habe auch keine Ahnung, wie die aussehen, aber ich habe hier jetzt noch kein Tier gesehen. Hier ist ein Grab. Da ist wieder so ein Holzzaun, kommen wir wahrscheinlich wieder nicht durch. Okay, hier ist ein Friedhof. Jetzt sind wir auf einem Friedhof gelandet. Aber wo sollen diese Viecher denn sein? Weil wir nieten jetzt hier einfach mal einen Baum um. Gucken. Es wird spät, wir sollen uns hinlegen.
Jetzt sind wir bei Ruine 1. Also von wegen, die sind überall in der Stadt, ne? Nee, da geht's zur Kirche, da will ja gar keiner hin. Aber ist der einzige Weg da hoch? Also, ich hab gedacht, die Quest wäre einfach, du. Er will Teile für den Regenschirm. Ja, super, liegen überall in der Stadt rum. Oh. Hey, jetzt geht's da wieder runter? Ach du Scheiße. Eine Stunde bis Angeltag. Tägliche Erinnerung, Angeltag. Also, wir haben die Viecher nicht gefunden und jetzt ist Angeltag. Super. Wir haben gar keine Angel. Gott, eine Stunde bis Angeltag, ja. Geil. Angel. Angel, Angel, Angel. Pflanzkasten. Angel, Angel, Angel. Angel. Wilder Kokon. Und Baumtritt. Ah, deswegen kann man die Bäume wohl auch treten. Ja, wir haben aber noch keinen bekommen. Ja, Gott, dauert das lange. Ja, so an diesem Angelwettbewerb können wir jetzt nicht teilnehmen. Aber warum haben wir in der Stadt keinen von diesen Viechern gefunden? Also Quest. Fertig im Gange. Regenschirme sind wichtig. Stacheln. In letzter Zeit fehlt es in der Stadt an Regenschirmen. Mars bittet dich, Materialien zu sammeln, damit er mehr Regenschirme bauen kann. Tipp. In der Nähe des Wasserfalls lassen Segel auf hohem Level Stachel fallen. Wasserfall. Wo ist denn der Wasserfall? Jo. Krass. Keine Ahnung. Also da ist der Angelwettbewerb. Ja, bringt uns jetzt nicht wirklich was, ne? Wo könnten hier jetzt der Wasserfall sein? Also da ist eine Wüste, ganz schwer zu erkennen. Düstermoor. Westliches Plateau. Karte verwalten. Monster. Bauinfo. Also hier ist ein See. Hier ist ein Fluss. Sternlichtinsel. Angelplatz. Angelplatz. Es ist wahrscheinlich, dass die Gebiete außerhalb aber schwieriger werden. Ja, dann machen wir jetzt hier mit der da reden. Das ist der Ort für die Brücke. Ja. Ja, dann reden wir jetzt einfach mal mit der Bäuerin. Ist ja direkt hier in der Nähe. So. Angeltag. Ja, oh Gott, wir haben aber keine Angel. Wir können es auch keine Angel herstellen. Also wir können jetzt mal hier noch ein paar Bäume treten. Und hoffen, dass was bei rumkommt, aber bis jetzt haben wir nur so Gummifrüchte bekommen. Vielleicht muss man da speziellen Baum treten. Aber sag mir mal ernsthaft, warum kann man leveln, indem man gegen den Baum tritt?
Also hier kriegen wir echt nur Gummifrüchte. Gummifrucht, Gummifrucht. Der lässt aber nichts anderes fallen hier. Nur Gummifrüchte. Ja doch, Gummifrüchte. Und der Typ wegen seinen da ist der Wasserfall. Also wir gehen jetzt genau drauf zu. Dann ist das hier hinten. Hier irgendwo. Ja, der muss hier irgendwo sein. Gut, dann... Oh Mist. Oh, ich habe versehentlich die Milch getrunken. Gucken, fällt hier sowas runter? Ja gut, wenn wir jetzt schon nicht angeln können, können wir ja wenigstens uns die Stacheln holen. So. Hier ist noch einer fertig. Was macht denn der jetzt hier noch? 4 Stück, 8 haben wir. 15 brauchen wir. Muss er noch 3 mehr herstellen. So. Auftanken. Können wir schon irgendwas damit machen? Handbuch. Schneidemaschine. 5 Ziegel. Ach, guck mal, die können wir schon mal herstellen. So. So. Oh Gott, die ist aber breit. So. Holzbretter. Energie. War Energie dabei? Nein, habe ich ins Lager gepackt. So. 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 Ja, das geht ja. Also, das auftanken. So. Was brauchen wir denn jetzt? Mal schnell schauen. Handbuch. So. Bronzeplatten 5. Kupferrohre. Haben wir ja schon hergestellt. Und Ziegel. Ziegel stellen wir gerade her, also 5 Bronzeplatten. Aber wozu braucht man die Holzbretter? Bin mir sicher, wir brauchen für irgendwas Holzbretter. Hier nur Holz. Hier brauchen wir so einen Kasten. Ah, Holzbrett, 3 Stück. Dann machen wir das doch als erstes für die Bauerstochter, ne? 3 Holzbretter. So. Und danach Bronzeplatten. Und zwar habe ich wieder vergessen. 5. Ah, guck mal, wir können 2 von denen jetzt schon herstellen, ne? Kupferrohr. Kupferrohr. Kupferrohr, 6 Kupferrohre. Echt reicht nicht. Weil wir die Kupferklinge hergestellt haben, haben wir keine Kupferbarren mehr. So, dann müssen wir als erstes hier nach Kupferbarren herstellen. Oder haben wir in der Kiste noch welche? Ne. Wir haben nur die 5 noch. So. Also, wir haben die. Die haben wir auch hergestellt.
Wir machen die Holzbretter für die Quest mit der Holzkiste. So. Und danach können wir Ziegel. Guck mal, Ziegel 3 und da machen gerade 7. Boah, krass, füllen ja schon wieder welche. Hey, dann haben wir ja schon wieder nur 10 Ziegel. 10 Ziegel. Wir brauchen aber 12. Müssen wir noch 2 Ziegel mehr herstellen. 2 Ziegel mehr. So. War ja klar, dass die davor leer ist. So. Bronzebarren haben wir 15. Ja, das reicht. Wir brauchen nur 3. Also. Ach nee, 3 pro Stück. Ja, also 15. Ja, gut. Haben wir genau passend. Das ist doch gut. Die können wir also herstellen. Holzbretter stellen wir gerade her. Kupferrohr geht nicht. Ja, wir können ja die 2 schon mal herstellen. Da brauchen wir nämlich noch Kupferbarren. Können wir aber erst herstellen, wenn das hier fertig ist. Was ist denn dann zuerst fertig? Wissen wir nicht. Weil hiervon brauchen wir 2 von den Brückenköpfen und Brückenkörper reicht einer. Gut, dann gehen wir jetzt zum Wasserfall. Und da wir ja was von Reittieren erfahren haben, müssen wir später auch mal schauen, wie wir die Reittiere bekommen. Weil, so wie es scheint, wird es ein Lama. Oh, Kartoffelfruchtsamen. Das heißt, wir können anbauen. Okay. Aber Hauptsache, die Seeigel sollen in der Stadt sein. Und was ist? Wir müssen so den blöden Wasserfall eiern. Der super weit weg ist. Aha. Also es sind echt Wasserlebewesen. Aber weil sie einen Schirm tragen, können sich über Wasser fortbewegen. Ist klar. Da fällt mir ein, wir können auch... Wir haben noch ein bisschen abgelevelt hier. Kampf. Erhalten Erfahrung um 5 erhöht. Boah, cool. Aber hier Chance auf doppelte Beute. Müssen wir hier einen investieren und können hier einen machen. Oh, 5 Erfahrung. Bei Ausweichrolle verringert. Beim Sprint verringert sich um 3 pro Sekunde. Boah, ey, wir können länger sprinten, also laufen. Erhöhe die Werkstattpunkte um 2, um die Belohnung für den Abschluss eines Auftrags um 10%. Oh. Hier ist fraglich, weil der Kampf drüber steht. Erhalte Erfahrung um 5% erhöht. Zählt das für alles? Also hier das Baumtreten zum Beispiel. Gut, dann machen wir 10% mehr Erfahrung. Weil es kann gut sein, dass wir ja gegen die Igel auch kämpfen müssen. Geht das eigentlich mit einer Axt? Vielleicht nicht gleich den Level 9er, aber... Hier... Mein Gott. Den da zum Beispiel. So, wir haben noch genug Leben. Angeltag Ende. Oh ja, der ist aber schnell zu Ende. Stacheln, 2. Boah, echt jetzt? Nur 2 Stacheln bekommen? Dauert ja ewig. Stacheln 1. Oh, wir brauchen 10 Stück. Oh
Gott, das ist ja einfacher, da hinten einfach. Und was geben die denn? Level 7. Oh, wir können ja dann vielleicht auch eine Krabbe fangen und die als Reittier nutzen. Oh, nö, ich habe versehentlich den Rauch noch angegriffen. Oh, nee. Gibt nur eine Münze. Wer ist er denn? Papa Bär. Ist er echt ein Bär? Weil, oh doch, wir können mit ihm reden. Es ist echt ein Bär. Sanftmütiger Bär. Ah gut, dann gucken wir jetzt weiter nach den Stacheln. Oh, da drüben ist eine Kiste. Die Sache ist jetzt nur, lebt irgendwas in dem Fluss, das uns tötet. Ach Mist. Okay. Das Bild verschwindet, wenn wir da rein wollen. Also müssen wir jetzt echt Seeigel schlachten. Weil auf dem Boden liegen ja hier nun keine, ne? Ja, naja. Schlachten wir halt ein paar Seeigel. Dauert ganz schön. Oh man, geht das damit besser? Nicht wirklich. Gibt nicht mal sonderlich viel Erfahrung. Ach, der lebt noch. Ja, töt ihn doch. So, 5 Stacheln haben wir erst. Oh. 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 Oh, 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 oh. Können wir das Fleisch essen? Haha, können wir essen. Ein Ausdauer, 10 Gesundheit. Haha. Dann können wir sie ja doch platt machen. Dann ist das ja gar nicht so schlimm. Wir wären nämlich fast draufgegangen. Also ist echt gut, die zu töten. Wir kriegen Fleisch. Stellen unser Leben her, wieder Ausdauer her. Und wir müssen die ja für die Quest sowieso töten, also. Aber. Hey, warum sind. Ach nö. Wir sind gerade draufgegangen. Ja, dann gehen wir jetzt schlafen, dann haben wir Ausdauer. So. 5 stellt er noch her, gut. Da hat er fertig. Dann stellen wir ihr das hier noch schnell her. Der Bauers Tochter. So. Den Pflanzkasten fertigen, ja, haben wir gemacht. Halte die Samen und klicke vor dem Pflanzkasten. Aha, okay. Samen. Baumwollsamen. Weizensamen. Dünger. Nach 5 Tagen voll entwickelt. Baumwolle kann geerntet werden. Mehl kann geerntet werden. Ja, ja, nö, dann machen wir hier aber mal Baumwolle. Nach 3 Tagen voll. Kartoffelfrüchte können geerntet werden. Oh. Wo stellen wir denn mal? Wenn die ja mal. Och, oh, der ist aber. Ist auch riesig. So, drücke die rechte Maustaste, um den Status der Pflanze zu überprüfen. Halte das Saatgut in der Hand und drücke linke Maustaste.
Drücke E, um unreife Pflanzen zu ernten. Reife Pflanzen ernten. Halte Dünger in der Hand und drücke die linke Maustaste, um ihn anzuwenden. So. Wo ist denn der Dünger? Also, Baumwolle. Ja, klar, und den Dünger habe ich jetzt in dem Holzkasten liegen lassen. So. Dahin. Das kommt dahin. Das bleibt hier. So. Also. Säen. Dünger verwenden. Ah, jetzt ist die Baumwolle glücklich. Keine Ahnung. Okay, so wird uns das einmal kurz angezeigt. So, okay. Ja, und ich denke mal, der gelbe Balken, der grüne Pfeil, das muss so, sollte gut zueinander passen dann. Also wir können es nehmen, woanders hinstellen, ausroten, da es nicht fertig ist. Okay. Wie viel hat er hier noch? 10 Stunden, 3 braucht er noch. Okay, das geht noch. So. Dann kann der hier jetzt ja eigentlich mal 5 Bronzeplatten herstellen. 10 Stunden. 2 Tage dauert das, hält das noch. Okay. Also man muss dann ab und zu auch in die Mine gehen, um sich die Energiekristalle zu holen. Damit man hier Sachen fertigen kann, die wir dann auch verkaufen können und alles. So, das Kupferrohr kommt erstmal hier hin, bis wir mehr Kupferrohre haben. So, der Dünger kann wieder weg. Und die Samen auch. Erstmal eine Kiste. Wir haben ja nur den Dünger hier. Den müssten wir dann kaufen, 9. Hier können wir ja noch herstellen. Aber das können wir nacheinander machen. Wir brauchen ja nicht extra noch so einen Pflanzkasten. So, Pflanzkast zur Mission. Brücke, Linsen, Bekanntschaft. Wer fehlt denn? Dr. Xu. Krass, was ist der denn? Handelsauftrag Stoff. So, Ernten. Ah, guck mal, das zählt noch zu der Aufgabe. Dann kriegen wir 300 Gold. Regenschirme, da haben wir 6, fehlen uns noch 4. So. Dann gehen wir jetzt mal unser Leben auffüllen durch Schlafen. Eventuell klappt das. Und dann werden wir uns die 4 restlichen Stacheln erstmal holen. Ja, heute ist wieder Angeltag, ist mir auch klar. Wir haben aber immer noch keine Angel. So, unser Leben ist aufgefüllt. 4 Seeigel müssen wir noch schlachten. So, wie lange dauert das dann noch? 56 Minuten. Das ist fertig, wenn wir wieder da sind. Das hier auch. Hm, warte mal, wir haben ja dann genug. 6, 5, oh, können wir auch kurz warten, ne? 2, 1. Fertig. So. Können wir alles bis auf die Bronzeplatten schon mal. So. Echt, wir müssen zuerst die Bronzeplatten? Nicht sein Ernst jetzt. Naja, dann machen wir hier erstmal Kupferbarren. So. Oh, dann müssen wir bestimmt auch wieder Holz sammeln, ne? Och nee, da haben wir noch, das geht. So. Dann gehen wir jetzt nochmal 4 Angeltag. Ja, beginnt schon, super. Hier können wir bestimmt selber Dünger herstellen mit, oder? So, so, so.
Was? Ja, ich weiß, das mögen einige von euch jetzt nicht gern sehen, wenn ich ein süßes Lama schlachte, aber Interesse halber würde ich gern wissen, was es an Loot gibt. So, abgenutztes Fell und Fleisch. So, was können wir mit dem abgenutzten Fell machen? Von Nutztiere Beute. Ein wenig abgenutzt, kann aber noch zur Fertigung verwendet werden. Oh, das ist cool. Aber wenn das auch von Nutztieren ist, müssen wir bestimmt als nächstes uns diesen Käfig bauen, um die Tiere anzulocken. Und dann sowas wie eine Farm aufbauen oder sowas. Na, aber erstmal müssen wir ein paar Segel schlachten. So. Oh, will mein Charakter sich nicht in einer Tour von dem wegdrehen? So, Level 9er sollten wir vielleicht nicht unbedingt töten. Da gehen wir nur drauf. Hier, Level 6. So. Zwei Stacheln noch. So, jetzt komm zu mir. Komm zu mir. Lass dich töten. So, dann können wir die abgeben. Kommen wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Irgendeine coole Belohnung bestimmt. So. Einen fliegenden Seeigel noch. Stufe 8. Stufe 8. Und der da. Boah, Stufe 10 wird ja immer schlimmer. Was ist der hier unten? 9. Dann nehmen wir so einen 8er hier. Und wenn wir genug Geld haben, können wir uns auch Level 2 Axt herstellen für die Bäume. So. Was hat der denn für ein Problem? Jo, der will uns angreifen. Der hat eine Attacke. Ich gehe ja kaputt. Der hat sich gerade geheilt. Ja, ist klar, der hat uns gewonnen-hittet. Alter Schwede. Uiuiui. Hauptsache One-Hit von dem Segel. Wo müssen wir nennen? Hä? Oh nee, wegen dem. Ach nee, das Dr. Xu. Super, wo gehen wir jetzt die Quest ab? Nee, da, Mission. Fertig. Achso, das sind echt nur die fertigen. Brücke, Linsen, Bekanntschaften, Handelsauftrag. Nee, Bäuerin. Da. Mars. Ach, die sind wegen dem blöden Angel-Event alle beim Angeln. Das jetzt. Weil sein Laden ist ja bestimmt hier unten irgendwo einer von denen. Guck mal, Carol. Die verkaufen aber Regenschirme. Hallo. I'd love to visit the beach, but I'm too busy. See you. Jetzt müssen wir ernsthaft warten, bis das Angel-Event zu Ende ist, oder wie? Dann laufen wir jetzt halt da runter. Bleibt uns anderes übrig. Geht ja nun mal nicht anders. Nur den sollten wir jetzt vielleicht in Ruhe lassen. Oh, Alter, der wollte uns wieder angreifen.
Was stimmt mit dem nicht? Pass auf, jetzt gehe ich hin, dieses Angel-Event zu Ende und die verschwinden einfach alle. Oh, guck mal, die eine Quest können wir hier aber abschließen. Dr. Xu. Ah ja, geil. Gibt er uns einen blöden... Oh, wir haben sogar einen Energiestein bekommen. Und wir können jetzt Regenschirme selber herstellen. Benutzen. Lerne mit Stacheln, Kupferbarren, Faserstoff das hier zu fertigen. Regenschirm. Geil. Wir haben einen neuen Gegenstand gelernt. Haben Kürbissamen bekommen. Und Kräuter. Stellt GP wieder her. Kräuter. Ah, ein bisschen Gesundheit wiederhergestellt. Super. Ausdauer 10. Ja, und das hier ist auch irgendwie Ausdauer. So, das hier ist ja immer noch das... Ja, brauchen doch eine Angel. So. Da wir die Quest hier jetzt fertig haben... Ah, guck mal, in der Mine können wir noch, wenn wir ein Brillenglas finden, beide abgeben. Ist auch eine Quest. Aber als erstes machen wir jetzt hier die Quest mit dem, mit der Brücke. So. Okay. Wir latschen hier jetzt nochmal gegen ein paar Bäume. Also ich hätte gedacht, dass statt hier eine Gummifrucht ein Dingens runterfällt. So eine... Ah, hier so ein Ding. Oh, ein Apfel. Cool. Weil wir brauchen ja für die Angel so einen Stoff, der von Bäumen fällt. Oh, super. Aber ich will jetzt hier auch nicht den ganzen Tag gegen die Bäume latschen. Es muss bestimmt wieder irgend so ein bestimmter Baum sein oder sowas. Gummifrucht, ja. Super. Hm. Haben wir nur wieder eine Gummifrucht bekommen. Naja, dann können wir jetzt aber auf jeden Fall fast... die Brücke komplett herstellen. Also wir haben alles gesammelt, was wir dafür brauchen. Die Geräte, um es herzustellen, haben wir auch alle schon. So, wir packen jetzt hier erstmal wieder Sachen rein. So. Gummifrucht, Seil, Exkremente. Das hier auch. Das auch. Ne, warte mal, was macht der Apfel? Stellt 5 Ausdauer wieder her. Mitnehmen. So. Oh. 3. Direkt hier wieder 2 Kupferrohre herstellen. Aha, Bronzeplatte ist fertig. So. Zurückholen. Ja, nee, will ich nicht. Steinziegel platzieren. Ah, okay. Wir müssen das hier echt einzeln machen. Richtig hinlaufen und so. Ah. Cool. So, ein Brückenteil haben wir fertig. Dann brauchen wir jetzt noch 2 von den Brückenköpfen. Kupferrohre. Ja, habe ich jetzt ja nicht mit. Hab ja nur 2. Oh. So. Kupferrohr 3. Hartholzdiele 5. Hartholzdiele? Kriegen wir die jetzt her?
Holzdiele. Hartholz. Je größer der Baum, desto härter sein Holz. Oh, ich gehe kaputt. Wir haben kein Hartholz. Wir haben nur normales Holz. Weil wir keine Axt haben, mit der wir große Bäume fällen können. Oh nö. Bronze-Axt. Da brauchen wir 200 Gold hierfür. Oh, warte mal. Wenn wir eine Quest abschließen. Aha. Letztes Mal 219 gekostet. Also bräuchten wir sowieso noch ein bisschen. Und wir können die eine Quest hier noch abschließen. Warte mal. Quest. So. Linsen. Da müssen wir wieder Geld bezahlen diese Woche. Um in die Mine rein zu dürfen. Stoff zum Beispiel. Und hier müssen wir nur noch ernten. Stoff. Und gucken wir mal. Stoff. Wie können wir Stoff herstellen? Bestimmt durch so eine andere Maschine, oder? Damit bestimmt, oder? Einfache Textilmaschine. Zwei Bronzerohr. Eine Marmordiele. Braucht die Schneidemaschine. Die haben wir. Bronzerohr. Schleifmaschine. Die haben wir auch. Also, zwei Bronzerohre. Eine Marmordiele. Eine Marmordiele. Wir haben gar kein Marmor dabei. Ist egal. Wir brauchen nur eine. So, guck. Der ist gleich fertig. Dann können wir keine Bronzerohre herstellen, da wir keine Bronze haben. Bronzebarren. Ja, wir können auch welche herstellen. So, wie viele... Nee, ich hab's falsch ausgewählt. Ich habe die vielleicht ein bisschen nah beieinander gestellt. Bronzerohr. Zwei Bronzebarren, ein Rohr. Cool, wir haben gerade ein Salto gemacht. Also, vier Bronzebarren brauchen wir. Oh, das geht jetzt. Dauert jetzt ja da gar nicht so lange. So. Das ist fertig. Guck mal, das ist auch gleich fertig. Aber da es Abend ist, nüllt der eh gleich wieder rum oder wir pennen auf der Straße ein. Gut. Dann konnten wir ein paar Quests abschließen. Wieder was gelernt. Die Angel können wir ja leider noch nicht herstellen. Aber wir können die Axt dann herstellen. Das verbinden wir mit dem Abgeben der Quest für die Bauerstochter. Wegen den Pflanzen hinterm Haus. Ja, dann stellen wir die Bronzerohre her. Für die Schneide... nein, gar nicht, war nicht Schneidemaschine, sondern die einfache Textilmaschine werden wir dann herstellen. Müssen gucken, dass wir es schön platzoptimiert hinstellen. Weil wir haben ja gesehen, das Grundstück erweitern ist sehr teuer. Aber wir können das hier auch dann alles als Einnahmequellen nehmen. Nicht nur die Quests machen, sondern die Gegenstände haben ja auch einen Wert, der sich meist durchs Verarbeiten erhöht. Dann können wir ja Sachen herstellen und verkaufen. Die Dinger hier könnten wir auch einfach herstellen. Da brauchen wir aber sowieso erstmal die Axt für. Aber dann haben wir ja hier schon einiges herstellen können. Aber wir können uns... Was bringt uns eigentlich der Wassertank? Dies ist ein ziemlich einfaches Bauprojekt für einen Handwerker-Neuling. Vier Holzbretter, fünf Steinziegel, einfacher Wassertank, wie man ihn überall findet, um Wasser zu sparen. Nicht vergessen, wasserfeste Farbe benutzen. Da unser Charakter aber weder... Essen und Trinken benötigt, sondern das Essen einfach nur ist, um Ausdauer zu regenerieren oder Gesundheit. Frage ich mich gerade noch, wofür der ist. Ja gut, er wird bestimmt wieder einen Wert haben.
wenn es sich lohnt, ihn zu verkaufen oder so. Boah, wir haben noch sehr viele Sachen gar nicht gelernt. Also, wir wissen von denen. Was macht denn... Ach du Jemini. Gummifrucht haben wir. Faserstoff haben wir. Also nicht genug ist klar, aber Pflanzenfasern haben wir. Das Fell kriegen wir ja von den Tieren. Bronzebarren können wir schon herstellen. So. Fell, also Leder können wir noch nicht herstellen. Holzbretter normale schon. Sand finden wir in der Mine. Glas. Eisensilz. Eis. Ei. Was? Einzelsitz? Wieso Einzelsitz? Ah, Einzelsitz. Mit dem Steinofen schmelzen. Da ist jetzt aber hier. Ja, Sand schmelzen zu Glas, schon klar. Aber wie? Ah, aus diesen beiden Sachen wird der Sitz. Ah, okay. Weil es jetzt hier drunter stand. Ja, also wir haben noch super viele Sachen, die wir machen können. Und super viel zum Entdecken noch. Und in der Level 2 Mine oder so. Oder in anderen Gebieten wird bestimmt auch noch Monster scheinbar dann auftauchen. Da müssen wir uns dann noch ein Schwert herstellen vorher, bevor wir reingehen. Okay, ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gerne abonnieren, liken. Bis dann.